Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, wir sind hier im Dorf. Ich baue hier fleißig mal weiter. Das haben wir ja ein bisschen, habe ich das hier vernachlässigt. Und da schnitzen wir uns mal ein paar Holzbretter. Das machen wir alles mit der hohlen Kante. Und dann zimmern wir hier ein Dach drauf. Das hier wird ein Bungalowhaus. Das heißt, das bekommt ein Flachdach. Und deswegen basteln wir uns hier einfach mal ein paar Bretter hin. Wir könnten ja auch. Warte mal, wir machen die hier mal weg. Was? Wir nehmen mal die Axt dafür, das klappt besser. So, wir machen mal hier was anderes. Wir machen hier. Ach, ihr werdet schon sehen, was ich mache. Ich setze hier einfach mal ein paar Bretter. Ah, das war ein bisschen doof. So. Und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht, was ich vorhab. Ist mal eine andere Kreation von Dach. Hat bestimmt noch nie einer gebaut, so. Noch nie. Ich bin der Erste. Der Erste in Minecraft überhaupt, der ein Flachdach baut. Ha, das hättet ihr jetzt nicht erwartet, oder? Ich habe jetzt einfach nochmal wieder diese Farbe von Stein, von Holz genommen. Genau, Stein. Ich glaube, ich habe ein Brett vorm Kopf. Gerade. So. Und dann bauen wir die Bretter hier rein. Und fantastisch, wie das hier sogar passt, sehe ich gerade, wenn ich hier um die Ecke gehe. Guckt euch das an. Ja, 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 da können noch viele was von lernen. Perfekt. Dazu passt natürlich diese ultra dramatische Musik. Und jetzt schaut mal zu. Jetzt kommt der Ultra-Burner. Das Dach. Ihr werdet sehen. Das wird jetzt hier. Hier geht's weiter. Guck mal, hier geht diese Farbe weiter, ja? Ja, das ist jetzt der Abschluss, ist die helle Farbe. Ja, die helle. Und jetzt guckt euch an, was passiert, wenn ich diese Reihe hier fertig baue. Unglaublich. Zack. Es kommt eine dunkle Farbe rein. Das. Und das ist ein riesiges P. Das ist doch mal, yeah. Das heißt, wenn irgendwann mal uns hier ein Raumschiff besuchen kommt, weiß es, alles klar, hier parken. Tja, perfekt. Wir gucken mal, wie das von drinnen aussieht. Sensationell. Ist das nicht schön? Ist das hier nicht eine Traumhütte? Mit so ein bisschen Waldflair, Sandboden und eine hammerdesignte Decke. Und das einfach nur so. Spontan. Junge, Junge, Junge. Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir kein Mensch. Und jetzt kommen hier noch ein paar Designer-Möbel rein. Warte mal. Das ist zwar falsch, aber ich habe gerade einen Lauf. Habt ihr da? Ja, genau, das ist der neue Sandecktisch. Ja, ich wusste es. Heute ist mein Tag. Heute ist der Minecraft-Tag. So, jetzt nehmen wir einfach nochmal hier ganz verrückte andere Teile. Ein Zaun. So, Schneebälle nicht. Oh, und Lava, Lava, Lava. Einfach mal alles, was es so zum Bauen gibt, nehmen wir. Und Knopf, ein Knopf, der muss auch noch irgendwo hin. Den Knopf, den packen wir einfach mal hier als Klingel. So, hier. Zack. Ding dong. Ding dong. Sehr gut. Perfekt. Achso, ihr wundert euch, warum ich gerade so durchdrehe? Ich mich auch. Warum ich so viel Quatsch erzähle, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich hier ganz alleine auf dem Server bin, habe ich ja schon mal erwähnt. Es möchte ja anscheinend keiner mitbauen. Das ist wirklich schade. Ich muss das einfach jede Folge erwähnen, bis hier was passiert.
Wenn du mitbauen willst, guck auf meine Facebook-Seite, da steht alles erklärt. Genau. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ich äußere mich nicht mehr ohne meinen Anwalt. Hier, ich will die Stöcke hier hinsetzen. Warum geht das nicht? Man kann keine Stöcke da hinsetzen. Okay. Okay, dann machen wir hier einfach noch einen Zaun drum. Ist das nicht genial? So. Dann kommt man nämlich hier nicht drauf, sondern nur von hier. Ob das Sinn macht? Na, das ist eine andere Sache. Danach hat ja auch keiner gefragt. Ha! Tada! Tada! Und wir haben ein Podest. Voila, das könnte ein Bett sein, oder? Wir stellen ein Bett auf die Sandfläche. Und da wir hier noch Lava haben, boah, das wird ein richtig heißes Bett. So, so. Schmelzen wir das Ganze hier noch ein? Genau, so ein bisschen so mit der Fließoptik. Und jetzt brauchen wir ein Bett. Ich habe Minecraft für die Xbox ausprobiert. Für die Xbox One habe ich das. Da ist es ganz cool gemacht. Da braucht man gar nicht mehr überlegen, wie man jetzt irgendwas baut. Da ist das alles so vorgegeben. Also in einem Katalog, da kann man sich das rausblättern. Man braucht halt nur die Teile immer noch. Und hatte ich nicht irgendwo eine Truhe hier? So ein Crafting-Tisch, Werkbank-mäßig? Nee? Habe ich die abgerissen vielleicht? Okay, dann bauen wir uns da drin eine neue. Auch egal, was steht da? Das unfertige Haus. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Was will ich denn in dem unfertigen Haus? Ich habe doch da hinten meine Nobelvilla. Tada. So, so machen wir hier noch eine Werkbank hin. Die vergisst man nicht, oder? Wie die Werkbank in Minecraft geht, das weiß man immer. Schneeball weg und die Werkbank kommt hier hin. So, jetzt ein Bett. Ah, ist schon nah dran. Ist schon nah dran. Eine Falltür weiß ich jetzt auch wieder, wie die geht. Ah, ein Bett muss doch... Ah, brauchen wir da nicht irgendwie... Wolle für? Für ein Bett brauchen wir Wolle, oder? Das gibt's doch nicht. Jetzt spiele ich 146 Folgen Minecraft und mir fällt nicht ein, wie man gerade ein Bett macht. Tada. Einfach genial. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Lager. Komisch, in so Superheldenfilmen kommt jetzt immer so ein cooler Sound. Zurück ins Hauptquartier. Dö. Nicht? Na gut. Dann nicht. So, ich hüpfe einfach. So, holen wir Wolle. Und dann... So. Okay. Wolle. Wolle. Ah, das ist Wolle. Gut. Graue Wolle, schwarze Wolle. Kann man... Braucht man... Keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal weiße, graue... Ja, die Schneebälle können wir rausschmeißen. Dann nehmen wir hier nochmal so ein bisschen graue Wolle mit. Und schmeißen den Schneeball wieder weg. So, und dann können wir ja hier direkt testen, wie ein Bett geht. Was war das? Ich habe da was rausgefunden. Einen weißen Teppich vielleicht. Zack. Haben wir den auch schon mal. Super. Was man hier nicht alles lernt, wenn man das hier per Zufallsgenerator macht. So, warte mal, warte, ich weiß doch, wie ein Bett geht, oder? Ich mache nur Blödsinn, bitte nimm das hier nicht ernst. Natürlich weiß ich, wie ein Bett geht, das geht so. Nein, so. 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 Ich bastel mir ein Wolleschwert, so. Okay, ich brauche, glaube ich, mehr Sticks für das Bett, oder? So, wir schmeißen mal das weg. Machen hier so ein paar Stickies. Den Knopf... Oh nein, 29 Knöpfe.
kann man eigentlich Knöpfe wieder zu einem Block zusammenbasteln? Hier. So. Ne, geht auch nicht. Toll. Grandioser Plan. Sticks, genau. Stick kommt, glaube ich, hier außen hin. Dann nehmen wir mal die schwarze Wolle. Ich glaube, ihr wollt mich veräppeln. Ging nicht so ein Bett? So. Dann machen wir halt ein Gemälde. So, Teppich haben wir. Check. Gemälde haben wir. Check. Was wollte ich hier nochmal? Irgendwas mit Schlafen hatte das zu tun. Und eine Bettdecke. Fängt mit B an. Ich glaube, es war ein Bett. Freunde, wie geht ein Bett? Also manchmal hat so ein Livestream hat auch Vorteile. Man kann nämlich dann direkt fragen und dann sagen die Leute, oh, du Vollidiot. Ein Bett geht so. Ich weiß echt nicht, mir fällt gerade nicht ein, wie ein Bett geht. Oh, gibt's Bett nicht in den Kisten hier? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ihr könnt jetzt mal ein bisschen da auf die Kisten gucken. Ich mache jetzt einfach mal ganz blöd. So, warte mal, ihr könnt das hören. Vielleicht hört ihr das, ich weiß nicht, ob man das hört. So, Minecraft. Bett. Ich glaube, ich sollte mir irgendeine App holen, oder? Es gibt bestimmt eine App, womit man gucken kann, wie was gebaut wird. Ich meine, im Netz findet man ja auch alles. So, jetzt bin ich auf der Minecraft-Wiki. Bitte nicht auslachen. Ich hab's gewusst. Ich war nah dran. Ich war, glaube ich, nah dran. Und trotzdem war alles zum Scheitern verurteilt. So, Freunde. Ich wusste, ach, ist doch logisch. Ein Bett. Unten Bretter. Oben Wolle. Gibt's eigentlich andere Betten, wenn man andere Wolle nimmt? Nein. Es gibt immer das gleiche Bett. Einfach nur ein blödes Bett. So, wir schmeißen hier alles raus. Was können wir denn hier lassen? Was brauchen wir hier nicht? Wir können mal ein paar Steine hier lassen. Ich wollte aber die Wolle haben. Och, Menno. So, Stein weg. Wolle rein. Okay, jetzt können wir das Bett setzen. So, wir gehen hier lang. Wir kürzen ab zu unserem Dorf. Hier könnten wir auch noch einen schönen Weg hinmachen, oder? Hier so. Hier runter. Dann hier durch. Dann hier. Hier, hier, hüpfen, einmal nach rechts, hüpfen, hier, hier, links, rechts, ding dong. Habe ich da jetzt einen Block vorgesetzt? Nee, habe ich nicht, natürlich nicht. Nein, was? Nein, ich Volltrottel. Ah, mein Haus brennt. Wie kann man nur so blöd sein? Man kann doch nicht Lava aussetzen und die ganz alleine lassen. Ach, ich Trottel. Hör auf zu brennen. Ich mach dich kaputt. Hör auf, so. Oh nein. Echt, Idiot. Da brennt mein Haus weg. Mein Zaun. Und da hinten brennt auch alles. Die Fenster sind auch schon geplatzt. Vor Hitze. Oh, der Baum brennt auch. Oh, löscht den doch jemand. Ah, Mann, wie komme ich denn da hoch? Hier, nein. Hilfe, Panik. Ich guck, boah, jetzt reicht's aber. So. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Da dü, ta, ta, da dü, ta, ta. Warte mal. Oh, er hat schon aufgehört. Oh, Mann. Was für ein Desaster. Guckt euch das mal an. Unglaublich. Wie kann man nur so doof sein, Lava da reinzusetzen? Da setze ich da neben das Holz Lava.
Also da hätte ja zumindest nochmal irgendwie hier Stein sein müssen. Oh, das war gerade mein Telefon. Hab vergessen, laut loszustellen. Ja, das war echt... Oh, das war echt mal sowas und doof. Oh, Mann, 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 Mann. Ach, verdammt. So, das Bett setzen wir jetzt da rein. Wir schmücken die Wohnung hier mit dem Teppich. So, das Bett sollte eigentlich dastehen. Nein, nein, nein. Hier. Yeah, so, schön. Okay. Gut, da das mit dem... Tja. Passiert denn was, wenn ich hier Lava hin tue? Reicht das, wenn die Lava einen Abstand hat? Oder fackelt mir dann auch wieder alles ab? Ach, ich muss auch schon das Brett auswählen, wenn ich hier wieder alles zubauen will. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für... Ach, wie idiotisch. War ja echt eine grandiose Idee. Und Hunger habe ich ohne Ende. Da unten blinken schon die Hähnchenschenkel. Wie wild. Oh Mann, das Muster hier kriege ich ja nie wieder hin. Na klar kriege ich das hin. Keine Panik, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, ne? Diese doppelte Arbeit hier immer. Ja toll, Welt gespeichert. Jetzt hier die Mühe sparen können. So, machen wir erstmal hier. Habe ich noch Holz überhaupt jetzt genug? Ja, dann nehmen wir mal hier das helle Holz. Das muss dann... Warte mal, jetzt habe ich hier irgendwas falsch gemacht. Ja, das da ist falsch. So, warte mal. Jetzt muss ich ja jetzt auch noch richtig überlegen, was man hier tut. Machen wir das erstmal so. So. Weil ganz außen wollte ich ja... Nein! Nein! Ah! Hilfe! Hilfe! Wasser! 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 Ich weiß, wo Wasser ist. Aber ich komme nicht schnell... Oh, ich habe aufgehört zu brennen. Okay. Aber wir lernen. Das hier ist ein Lernprozess. Ein Abstand reicht nicht, damit es aufhört, damit es nicht brennt. Boah. Ich hätte einfach doch... Das wäre noch lustig gewesen, wenn ich noch länger da drüben geblieben wäre. Zum Glück habe ich mich dann nicht irgendwie noch mehr verquatscht und wir wiedergekommen wären und hier nichts mehr gestanden hätte. Nur noch so hier so der Knopf, die Klingel, die wäre wahrscheinlich noch da. Ach nee, okay. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Wir beenden diese Folge mit einem Desaster. Das sieht doch... Aber echter kann man es nicht machen. Echter kann man ein Haus nicht aussehen lassen, als wenn es gerade abgebrannt ist, als es abbrennen zu lassen. Ha. Das müsste... Ja, das ist... Das ist jetzt das... Das machen wir so. Das lassen wir. Da ändere ich jetzt nichts mehr dran. Da kommt gleich ein Teppich noch rein. Und das ist jetzt das... Abgebrannte Haus. Ja. So einfach ist das. Da wundert sich auch keiner, ne? Weil sonst, ohne das Schild, würde jemand hier reinkommen und denken, was ist denn hier passiert? Junge, Junge, da muss ich mal den Hammer rausholen und dann wieder reparieren. Aber so ist ja extra ein Schild vor der Tür und der denkt sich, ah, das muss so sein und lässt das so. So, okay, dann hängen wir hier noch ein Bild auf. Ja, passt doch.
Passt auch perfekt zum abgebrannten Haus, aber warte mal, wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Wo ist denn das Bild hingeflogen? So, was gibt's noch? Nein, das passt nicht zu dem abgebrannten Haus. Perfekt. Perfekt. Genauso sah ich eben auch aus, wo ich ja brennend aus dem Haus gelaufen bin. Ja, und Teppich. Teppich wollte ich noch hinlegen. Fehlt, das fehlt hier in so einem schönen abgebrannten Haus. Fehlt natürlich der Teppich. So, schon viel weicher als auf Sand zu laufen. Sehr gut. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was ich da wieder anstelle. Das hatte ja schon so ein bisschen was von Tim Taylor, dem Heimwerker King, was ich hier fabriziert hatte. Ich wollte das Haus tunen mit mehr Power. Es sollte männlich wirken. Es sollte besser werden, schöner. Ich hatte ein mega Design und am Ende habe ich es einfach nur abgebrannt. Ich sage danke, bis zum nächsten Part. Euer No-Dash-Bro. Ciao, Leute.